Pacari aus Ecuador, reiner Nationalkakao. 100% plus Nips, das heißt, die Kakaobohnenstückchen sind hier mit in der Tafel verarbeitet worden. Ist auch raw, das heißt, raw hat mir Santiago mal persönlich erklärt, heißt auf Englisch minimally processed, also möglichst wenig verarbeitet, möglichst schonend verarbeitet, auch möglichst wenig oder kaum erhitzt, weil raw oder Rohköstler essen ja nichts, was mehr als 47 Grad erhitzt wurde. Wie er das genau macht, das verraten die wenigsten, weil das, die Gegner sind immer sehr kritisch und sagen, die ganzen Mikroorganismen werden eben dadurch nicht abgetötet. Das sind immer die Kritiker, die das sagen. Die anderen sagen, die Antioxidantien und alle positiven Sachen, die im Kakao drin sind, bleiben dadurch eben erhalten. Also letztlich muss es jeder Verbraucher selbst entscheiden, was er mag und was er nicht mag und was er riskiert zu essen oder auch nicht. Die Schokolade kann man auf jeden Fall essen. Sie ist auch eine Bio-Schokolade, ist natürlich vegan. Pacari ist auch eine B Corporation, Certified B Corporation. Das heißt, die ganzen Prozesse von der ganzen Prozesskette wird komplett untersucht, ob die faire Arbeitsbedingungen, faire Bezahlungen, umweltfreundlich, sozialverträglich und. Es kommt auch wieder aus dem amerikanischen Raum, wird hier in Europa so langsam, sieht man die ersten Firmen, auch europäische, die sich so zertifizieren lassen. Ich finde es toll. Auch hier die Verpackung steht auch drauf, das ist falsch rum, komplett kompostierbar und biologisch abbaubar. Also auch in der Richtung gut gemacht. Und das Pacari hieß am Anfang war nur ein C, jetzt sind zwei C und das zweite C steht für Community. Ja, und geschmeckt hat mir die Tafel auch sehr gut. Hat einfache Rippchen, ist auch relativ dick, 50 Gramm. Und ich habe jetzt holzige Noten im ersten Moment bekommen, aber auch fruchtige Noten, so Richtung, nicht unbedingt ganz zitronig, Richtung Physalis würde ich eher sagen. Und auch nussige Noten, Cashew vielleicht in die Richtung und auch getrocknete Blätter. Also, viel Spaß damit. Cacasuyo aus Peru, aus Lima mit Rupa Rupa. Das ist ein Blend. Auch 100%ig wieder und sieht so aus. Ist eine relativ dicke Tafel, hat, haben wir überklebt, hat 80 Gramm, nee, 70 Gramm, trotzdem relativ dick und schmeckt sehr schokoladig. Riecht relativ süß, finde ich. Erinnert mich irgendwie an irgendein Gebäck, Nüsse, Honig, aber auch erdige Noten, Waldboden, aber hat auch eine gewisse Säure, die Schokolade oder die Tafel. Aber auch wieder kein Stück bitter. Schmeckt natürlich sehr intensiv. Komplett anders als die andere, die wir vorhin hatten. Mehr in die fruchtigere Richtung. Auch was für 100% Fans. Viel Spaß damit. Luisas, 100% von den Solomon Islands, 100% Kakao, Direct Trade, Ethical, Vegan, eine 25 Gramm Tafel. Luisas ist eine kleine Firma in England, in Nottingham, da haben wir sie auch besucht und sie arbeitet nur mit Kakao aus Solomon Islands, so viel ich weiß, und die sind alle eben Bean to Bar.
Und die Schokolade, die Tafeln sehen so aus. Sie hat also da auch ihr Logo mit rein. Ich habe sie natürlich schon wieder angebissen. Und ist also eine kräftigere Schokolade, hundertprozentige. Kann man gut wahrscheinlich zum Whisky trinken. Also zu so einem Toffing-Whisky vor allen Dingen. Aber der braucht ja auch ein bisschen Gegengewicht. Hat ziemlich, finde ich, Zitrusnoten. Also auch wieder sehr fruchtig. Aber auch ein bisschen Rauchnoten, ist aber trotzdem cremig. Ist relativ kräftig. Nussige Noten sind auch drin. Ja, auch wieder was für Fans von sehr kräftiger 100% Tafeln. Viel Spaß damit. Paradai aus Thailand, 100% Craft Chocolate, Nakhon Si Thammarat, das ist ganz im Süden von Thailand, 800 Kilometer südlich von Bangkok. Das ist ja noch so eine Halbinsel, die da ziemlich weit in den Süden geht. Und der Kakao bzw. die Tafel sieht erstmal so aus. Man sieht also auch schön hier das Logo wieder drin. Und riecht also sehr schon jetzt kräftig. Auf jeden Fall nach Zitrusfrüchten. Vielleicht auch ein bisschen Tabak. Und schmecken. Ja, auf jeden Fall Zitrusfrüchte, Tabaknoten würde ich sagen. Also frischer Tabak. Überhaupt nicht bitter. Schmeckt sehr intensiv, sehr fruchtig. Nüsse kommen noch rüber. Vielleicht auch ein bisschen Waldboden oder Gras, sowas in die Richtung. Aber für Liebhaber von hundertprozentiger Schokolade darf sie sich ja nicht nennen, obwohl die 1,3% Zucker hat. Natürlichen Zucker steht zumindest hier auf der Rückseite. Müsste sich eigentlich schon Schokolade nennen dürfen, aber es darf keine zugefügte kein hinzugefügter Zucker sein. So, jetzt habe ich es. Ja. Also keine Schokolade, sondern Tafel oder Kakaomasse, wie auch immer. Viel Spaß damit.